Hallo zusammen, ich darf euch hier ganz stolz die Amiga Speedmaster Professional Moonwatch vorstellen. Und das ist eine geschichtsträchtige Uhr. Wie der Name Moonwatch schon sagt, hat es mit der Mondlandung zu tun. Und das ist nämlich die erste Uhr, die auf dem Mond getragen wurde von Neil A. Armstrong sowie Buzz Aldrin. Und ich habe sie jetzt hier angelegt. Faltschließ hier unten leider schon ein bisschen verkratzt in dem Bereich. Es bleibt halt nicht aus durch, ich sag mal, ja, Schreibtisch, wenn man da so die Hand bewegt. Und es liegt halt hier unten drauf auf, genau hier unten auf der Schließe, und dementsprechend bleiben diese Kratzer halt nicht aus. Aber gut, das kann man auch rauspolieren, da gibt es Möglichkeiten für. Und dann sieht die wieder ganz schick aus. Hier haben wir das Ziffernblatt, machen wir das mal in der Aufnahme. Ja, wenn die Kamera das jetzt schön scharf stellt. So. Ja, mach's manuell. So geht's doch. Hier sehen wir sie. Der kleine Sekundenzeiger läuft. Und wenn ich hier den Knopf drücke, startet auch der große Sekundenzeiger und läuft. Und das sieht wirklich toll aus. Macht Spaß zuzugucken, wer sich für sowas begeistern kann. Und das kann man natürlich auch wieder stoppen. Demselben Klick. Und hier setzt man den Zeiger wieder zurück. Die Uhr sitzt sehr schön am Handgelenk. Ich trage sie immer ein bisschen lockerer, finde ich angenehmer. Gucken, ob wir das hier so ein bisschen reinkriegen. Genau. Das ist eine relativ hohe Uhr. Oder dick. Aber sehr angenehm. Hier die Faltschließe. Ist auch sehr schön gemacht. Passt und hält direkt. Hier nochmal die Uhr direkt in der Nahaufnahme. Immer von der Seite, damit man diese Dicke des Gehäuses mal sehen kann. Es ist Kaliber 1861 verbaut in diesem Modell. Gibt sie allerdings auch mit anderen Kalibern. Ich habe mich aber bewusst für dieses klassische und sehr gute Kaliber entschieden. Oder Uhrwerk, kann man natürlich auch sagen. Hier ein sehr schönes Band, ist das neue Band. Ich glaube, seit irgendwann 2000 rum wird das neue Band verbaut. Und ja, das sieht wirklich klasse aus. Das andere ist nicht so modern. Und hier auf der Rückseite natürlich der Schriftzug The First Watch Worn on the Moon und Flight Qualified by NASA for All Manned Space Missions. Und hier in der Mitte noch das Speedmaster-Logo. Das ist ja bekannt. Und hier von der Seite eine schöne Omega-Krone zu sehen. Und es wirkt so ein bisschen wie aufgesetzt hier, dieser äußere Ring. Das ist der Tachymeter. Damit hat man die Möglichkeit, die Geschwindigkeit eines Objektes zu messen. So, jetzt stellt er auch scharf. Genau. Hier nochmal von der anderen Seite auch die Dicke zu sehen. Also, die wirkt, ich sag mal, auf Fotos wirkt sie ein bisschen sehr klobig, sehr dick. Aber für meinen Geschmack ist es wirklich ein ganz tolles Gefühl, sie zu tragen. Und sie wirkt gar nicht irgendwie dick oder störend. Ich kann sie gerne hier nochmal Handgelenk machen. Und wenn man jetzt sieht, na, ziehen wir hier mal so ein bisschen das Hemd drüber. Also, sie sitzt hier wirklich ganz angenehm drin. Und sie kann auch ideal im Handgelenk verschwinden. Das ist jetzt nicht das Problem. Also vom Hemd her passt das. Ich habe hier einen guten Fingerbreit Abstand zwischen. Also ist eine ganz klassische Größe. Ist wirklich toll. Also ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Ist eine wirklich tolle Uhr. Jetzt hier nochmal schön in der Nahaufnahme. Ja, das scharf stellen will nicht. Jetzt aber. Genau. Und weil es so schön war, lass mal den Sekundenzeiger nochmal ein bisschen laufen. Ja, gut, viel Spaß mit dem Video und bis dann.